Die Firma Voss Inkubator beschäftigt sich mit Verbindern im Automobilbereich. Die könnten aber auch für etwas anderes verwendet werden. Die Firma Voss Inkubator beschäftigt sich mit noch viel mehr, weil die Firma Voss Inkubator ist mit zwei Briefings heute hier am Start. Das erste, dafür darf ich den Thomas Welfers vorstellen. Er ist auch schon da. Bitte leg los mit deinem Pitch. Hallo, vielen Dank für die Vorstellung. Ich teile den Bildschirm gerade. Und jetzt müsste man was sehen, oder? Ja, perfekt. Genau. Also vielen Dank für die Einleitung. Ich möchte ganz kurz die Firma Voss nochmal vorstellen, was wir machen. Und danach auf die beiden Challenges werde ich zunächst auf die erste und dann mein Kollege übernehmen auf die zweite Challenge ein. Die Firma Voss ist ein traditioneller Mittelständler, Automobilzulieferer und beschäftigt sich, wie in der Einleitung schon erwähnt, mit Leitungs- und Verbindungstechnik, hauptsächlich für die vier Bereiche Pneumatik, Thermomanagement, Kraftstoffsysteme und SCR. Das ist dieses Diesel AdBlue. Diese Flüssigkeit, wer das Wort nicht kennt. Ja, und das ist so das Kerngeschäft, sind Leitungen und Verbindungstechnik für diese Fluide im Fahrzeug. Darüber hinaus sind wir als Voss Inkubator vor circa 2 Jahren gegründet worden, um Themen zu bearbeiten, die darüber hinausgehen. Diese können im Bereich Green Tech und Sustainability liegen. IoT-Themen bearbeiten wir und auch das Thema Future Mobility gehen wir an. Da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sieht Mobilität denn in Zukunft aus? Wir haben heute schon viel über Fahrradfahren gehört. Ich glaube, jeder von uns kennt auch aus dem Alltag schon kleinere Mobilitätsdevices, die wir nutzen, um elektrisch angetrieben für kleinere Strecken von A nach B zu kommen. Und solche Sachen betrachten wir in diesen Themenfeldern. Aus dem Bild kann man auch schon sehen, wie auch in der Einleitung erwähnt, dass es bei uns im Kerngeschäft hauptsächlich um diese Leitungs- und Verbindungstechnik geht. Die erste Challenge, die wir haben, kommt auch aus diesem Bereich. Da möchten wir, es ist ein IoT-Projekt letztlich, in dem wir dieses Produkt ergänzen möchten um eine digitale Komponente. Heutzutage ist es so, dass diese Schnellverbinder, wo ich hier mal so ein kleines Video von gezeigt habe, sind heutzutage sehr weit verbreitet. Diese Verbinder haben einen sehr weiten Einsatzbereich, eben weil sie heutzutage die Dichtigkeitsanforderungen erfüllen, weil sie günstiger sind als andere Technologien, weil sie wieder auseinandergebaut werden können, wenn Dinge repariert werden müssen. Deswegen sind sie sehr weit verbreitet, nicht nur im Automobil, sondern auch in der Medizintechnik, in der Luftfahrt, ja, sehr weit verbreitet. Die Herausforderung bei solchen Produkten kann aber im Montageprozess liegen. Und zwar können Montagesituationen so aussehen, dass Montageräume sehr beengt sind. Es kann sein, dass unter Zeitdruck montiert werden muss oder doch, dass ein Feedback ausbleibt. Ja, in der Montagehalle kann es sehr laut sein, sodass der Werker vielleicht gar nicht hört, wenn er eine Leitung zusammensteckt und gar nicht eine Rückmeldung kriegt, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht. Oder wenn wir mal an den Bereich Notfallmedizin zum Beispiel denken, wo Zeitdruck da ist, wo Hektik und Stress da ist, da müssen auch solche Schnellverbinder dann sicher zusammengesteckt werden, und hier können Fehler passieren. Selbst wenn automatisch solche Montageprozesse durchgeführt werden, kann es auch da zu Problemen kommen, eben weil das Bauteil als solches von sich aus keine Daten aussendet und somit ein digitales Tracking des Montageprozesses eigentlich nicht möglich ist. Wir haben deswegen ein kleines Projekt gestartet, wo wir auch so Maker-mäßig rangegangen sind und haben so ein Montagetool konzipiert, das man hier im Video mal sieht. Das misst also die Steckkräfte und die Beschleunigung, die während des Montierens auftreten. Und dadurch ist es dann also möglich, den Montagevorgang auch zu tracken und zu sehen, ist das Teil sauber geschlossen oder nicht. Wir verfolgen das, wie gesagt, als Inkubatorprojekt parallel weiter und sind da gerade dabei, diese Technologie in einem Werk von uns in Bulgarien, in einem Automobilwerk quasi oder einem Zuliefererwerk zu integrieren. Können uns aber auch vorstellen, dass es für diese Technologie oder für eine ähnliche Technologie noch viele weitere Anwendungsfälle gibt. Und die könnten zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik sein, im Bereich Rettungsdienst, Feuerwehr könnten wir uns vorstellen, dass es hier noch interessante Themen gibt. Oder auch im Bereich Luft- und Raumfahrt
Und darüber hinaus sind wir gespannt, ob aus der Community vielleicht noch viele weitere Ideen kommen, wo man eine solche Montageüberwachung für Schnellverbinder noch sinnvoll einsetzen könnte. Wir würden uns also freuen, wenn wir hier in die Diskussion reinstarten würden. Wir haben jetzt noch kein festes Package vorbereitet, was wir da zur Verfügung stellen würden. Wir würden das gerne in der Diskussion erarbeiten, eben weil es sehr viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Also in dem eben dargestellten Prototypen, den ihr da in dem Video gesehen habt, haben wir Kraft und Beschleunigung gemessen. Wir haben auch das Thema Akustik im Rahmen dieses Projektes untersucht. Es ist also auch möglich, mit Hilfe von Mikrofonen das Klickgeräusch zu detektieren. Und abhängig vom Use Case, den wir dann finden würden, würden wir dann nochmal in die Diskussion starten und schauen, welche Hardware wir uns denn anschauen müssen. Das soweit zu der ersten Challenge.